Hallo ihr Lieben, heute habe ich einen veganen Futoy für euch, einen kleinen. Ich habe nur ein paar Sachen benötigt und zwar von Aldi. Ja, ich habe mitgenommen zuallererst, oh Gott, wenn ich das rausbekomme, einen großen Rotkohl, genau. Und da kann ich euch gerne mal ein paar Rotkohlrezepte verlinken, da habe ich schon einige abgedreht jetzt für die Jahreszeit. Dann geht es weiter mit einem Sack Rosenkohl, 750 Gramm. Das sah richtig gut aus hier. Da kann ich euch auch gerne mal ein paar Rosenkohlrezepte verlinken. Da habe ich schon Rosenkohlsalat und alles mögliche abgedreht. Vor allem auch eine leckere Rosenkohlcremesuppe, die ist auch vegan. Dann habe ich meinen Tee mitgenommen von Mesmer, den Classic. Eine Mango. Die habe ich aus dem Kühlschrank rausgegeben, deswegen schwitzt die so. Einen großen Sack, 2 Kilo Karotten, sowie 3 Paprika. Ich habe nur noch 2, die eine habe ich heute Mittag schon aufgebraucht. Es geht weiter mit Reis. Und zwar habe ich da den Basmati-Reis mitgenommen. Den hatte ich schon mal, der ist wirklich sehr gut, den kann ich nur empfehlen. Aus der Tiefkühlabteilung, das einzige Produkt, habe ich diese Kartoffeln-Wedges mitgenommen. Ja, einfach mal, wenn es schnell gehen muss, kurz in den Backofen geben als Beilage. Dann Berglinsen sind mir auch wieder ausgegangen, deswegen habe ich die noch mitgenommen. Einmal Pfeffer. Ich habe keine Pfefferkörner gefunden. Ich wollte eigentlich Pfefferkörner für die Mühle. Habe ich nicht gesehen und dann habe ich einfach mal, weil nämlich mein Pfeffer komplett ausgegangen ist und wie gesagt, Pfefferkörner habe ich nicht gefunden, dann habe ich einfach den gemahlenen Pfeffer mitgenommen. Einmal Bio-Kresse, habe ich auch schon einen Teil davon genau abgezupft. Und zu guter Letzt noch einmal den veganen Bio-Räuchertofu, den hatte ich auch schon mal, der ist wirklich sehr lecker. Ja, da kann man auch nichts falsch machen und das hält auch sehr lange. Also der hält jetzt bis Februar nächsten Jahres. Ja, so lange überlebt er gar nicht bei mir im Kühlschrank. Aber der ist wirklich auch sehr gut, den kann ich nur empfehlen. Und ja, das waren jetzt auch schon alle Produkte. Ich glaube, das ist das kürzeste Video, was ich je gemacht habe. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin.